Hallo liebe Freunde, dort von Realismus im Landwirtschaft. Ich habe leider ein kleines Problem mit dem Landwirtschaftsmonat 2019 und ich dachte mir, ich nehme das Ganze jetzt mal als Video auf und dann seht ihr hoffentlich, falls meine mehr oder weniger Lösung funktioniert. Und zwar habe ich das Problem, wenn ich in die Steuerungsoptionen reingehe und wir gehen jetzt einfach mal auf Gamepad und ich möchte hier die Optionen löschen. Ne? Zum Beispiel haben wir hier ganz viele Buttons von meinen Arduinos und ja, da ist jetzt, steht jetzt nichts mehr dabei, weil die Arduinos sind gerade ausgesteckt, ist alles ein bisschen komisch. Aber ich möchte jetzt löschen. Ne? Wir gucken jetzt mal Tool Function 1, Tool Function 2, 3, 4. Brauchen wir nicht. Löschen wir. Machen wir raus. So, speichern wir. Okay. Und dann gehen wir raus aus dem Spiel. Dann starten wir das Spiel neu. Und ihr werdet sehen, die Funktionen sind alle wieder genau so da. Das ist mein Problem gewesen seit gestern Nacht. Ich habe es probiert. Ich bin jetzt bestimmt schon seit 3 Stunden dran insgesamt. Versuche hier meine Steuerungseinstellung einzustellen. Und es will einfach nicht. Ne? Wenn wir jetzt wieder runtergehen. Ihr seht das. Wir haben Tool Function 1 bis 4 weggemacht. Und es ist wieder da. Der LS macht das einfach jedes Mal wieder hin, egal wie oft ich das wegmache. Jedes Mal, wenn der LS neu gestartet ist, sind die Belegungen alle komplett wieder da. Na, hier die da, die sind nie da, da kommen keine, aber alle anderen, ne, die sind immer wieder da. Egal wie oft ich die lösche, die sind immer wieder da. Das ist natürlich ganz blöd, dann gehe ich nämlich in den LS rein. Da sind auch so Belegungen dabei wie Menü und so weiter und dann geht alles durcheinander. Und ich kann nicht fahren und ich kann nicht spielen und die Kamera dreht sich und ja, es ist ein Chaos. Ich habe schon einige Sachen ausprobiert, nur ein Gerät angehängt, alle drei Geräte angehängt, vier Geräte angehängt. Es hilft nichts. Er belegt immer automatisch auf das erste Gerät diese ganzen Werte. Und wenn ich mehrere Geräte anhänge, ist mein Lenkrad immer automatisch das erste Gerät. Egal in welcher Reihenfolge ich das bei Windows anhänge, mein Lenkrad ist immer das erste Gerät. Das heißt, ich kann dann auch nicht irgendwie hier überreden, dass er zum Beispiel mein Gamepad, das ich eh nicht nutze, als erstes Gerät erkennt. Nein, ihn nicht. Er macht immer mein Lenkrad und natürlich kann ich dann mein Lenkrad nicht verwenden, weil das hier überall belegt ist. Meine Lösung jetzt, die zu funktionieren scheint, ist, dass ich hier einfach mit meinem Gamepad, das sich Generic USB Joystick nennt, das ist irgendein No-Name Gamepad mit PS4 Belegung, dass ich einfach alle Sachen auf eine Taste hier drauf lege. Ihr seht das, ich drücke alles auf 2 und das wird nicht ersetzt. Das heißt, generell werden Belegungen nicht ersetzt. Wenn ich eine Belegung ändere, dann bleibt das so. Nur wenn ich eine Belegung lösche, dann wird die wieder mit einer quasi Standard Belegung ersetzt. Der LS scheint also nicht damit klarzukommen, dass es Belegungen gibt, auf denen nichts ist. Und ja, überall, wo der LS jetzt hier so eine Belegung hingequasselt hat, mache ich einfach mal meine USB-Joystick 2 Belegung drauf. Und dann muss ich am Ende nur die Taste nicht drücken. Und das mache ich sowieso nicht, weil ich denke, das Gamepad eh nicht verwende. Und das bedeutet hoffentlich, dass hier nichts passiert und dass in-game alles läuft. Und dann kann ich hoffentlich, hoffe ich doch sehr, alle anderen Sachen, die ich wirklich brauche, die Belegung ersetzen mit Dingen von meinem Lenkrad. Das ist zumindest im Moment meine Hoffnung, mein Plan. Und ja, das ist jetzt so eine Art Workaround um das Problem. Und ich hoffe mal, es funktioniert. Und ja, ich kann hoffentlich endlich den LS spielen. Ich habe es gestern in meinem Livestream schon gesagt. Na, wir haben im Livestream 15 Minuten lang probiert, dass ich hier irgendwas zum Laufen kriege und es ging nicht. Und dann habe ich einfach entnervt aufgegeben. Ja, ich werde den LS nicht mehr ohne Lenkrad spielen. Ich habe jetzt anderthalb Jahre LS17 nur mit Lenkrad gespielt und ich werde für 19er nicht wieder mit der Tastatur anfangen. Das macht einfach keinen Spaß. Und ja, es scheint ein echtes Problem zu sein. Ich bin nicht der Einzige, der das Problem hat. Okay, hier kann ich jetzt nichts belegen. Das ist schon mal komisch. Warum kann ich den hier nicht belegen? Ah, jetzt geht's. Okay. So, gleich sind wir unten angekommen. Speichern wir und dann einmal das Spiel neu starten und schauen wir, ob alles noch beim Alten ist. Bin mal gespannt. Bin mal sehr gespannt. So. Jawohl, es ist noch alles da. Perfekt. Hier 10 Open Menu. Das kann ich nicht wegmachen, weil er jedes Mal sagt, Gamepad Input kann man dafür nicht verwenden. Trotzdem hat er aber eins hingemacht. Ich hoffe mal, das wird kein Problem. Ansonsten, hier haben wir noch eins vergessen. Das machen wir jetzt auch noch hin. So. Jawohl, perfekt. Okay, hier hat er die Nummer 1 hingemacht. Wir wollen aber definitiv die 2. Okay. Aus irgendeinem Grund macht er immer die 1 hin, obwohl ich die andere Taste drücke. Egal, es ist mir ganz egal. Wie gesagt, ich verwende ja dieses Gamepad überhaupt nicht. Und wenn ich jetzt reingehe, dann dreht sich hoffentlich meine Kamera nicht mehr. Und übrigens, hier Filter Message Adjustment ist schon konvertiert. Habe ich gestern Nacht dann gemacht, weil ich keinen Bock gehabt habe, mit dem ganzen Tasten mich rumzuärgern. Das werde ich heute Nachmittag bei ModHub einsenden und es gibt hoffentlich bald, weil nämlich die Ladegewichte wieder nur halb so schwer sind. So, ich bin mal gespannt.
Jetzt sollte theoretisch nichts drehen und die Kamera und so weiter alles genauso sein, wie es sein soll. Nur, dass ich eben nicht fahren kann. Und dann kann ich jetzt hergehen und meine Sachen belegen. Das werde ich dann gleich auf Kamera machen. Und dann werde ich mich nochmal ganz kurz für euch zurückmelden, um zu schauen oder um es zu berichten, ob das Ganze funktioniert. Und dann könnt ihr das sowas auch als Workaround verwenden, vorausgesetzt, ihr habt mehr als ein Input-Gerät. Okay. Es funktioniert gar nichts. Also ich kann mich mit der Maus nicht umdrehen. Tastatur. Ich kann ins Escape-Menü gehen. Ich kann nicht laufen. Ich kann hüpfen, aber ich kann nicht laufen. Ich kann mich nicht mit der Maus drehen. Okay. Was haben wir gemacht? Wir gehen in die Optionen rein. Wir schauen mal. Eigentlich haben wir hier nichts rausgelöscht. Ne? Nee, hier ist alles drin. Müssen wir mal schauen. Irgendwo WASD. Jupp. Bremsen. Nochmal irgendwo WASD für laufen. Jupp. Alles genauso da. Aus irgendeinem Grund kann ich nicht mehr laufen. Hier die ganzen Belegungen sind noch da. Aus irgendeinem Grund kann ich nicht mehr laufen. Moment, wir können jetzt einfach mal schauen, ob was passiert, wenn wir das neu belegen hier. SWDA. Speichern. Nope, wir können nicht laufen. Wir können aber hüpfen. Wir können auch nicht in Fahrzeuge tappen. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir beenden das Spiel nochmal und fangen nochmal an. Gehen nochmal rein. Vielleicht war es nur ein komischer Bug. Da Nintendo scheint einige komische Bugs zu haben. Es ist jetzt auch schon mehrmals gecrashed, während ich in den Steuerungseinstellungen war. Einfach so aus dem Nichts war es dann plötzlich weg, das Spiel. Also irgendwas ist ein bisschen merkwürdig. Auf ein neues. Ich lasse auch mal den Mod weg, dann könnt ihr nicht sagen, dass es daran liegt. Aber wie gesagt, das Spiel ist schon noch ein bisschen verbuggt. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt gleich laufen können. Ansonsten mache ich die Aufnahme hier an dieser Stelle beendet und dann werde ich mal rausprobieren, warum es nicht geht. Und dann, jupp, wir können immer noch nicht laufen. Wir können noch hüpfen, wir können aber nicht laufen. Na gut, was funktioniert sonst? Jawohl, 7, 8 für die Zeitverstellung funktioniert. P für den Händler funktioniert nicht. Keine Ahnung, warum das so ist. Ich werde es mal weiter rumprobieren und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Kleines Update. Es funktioniert nicht. Was ich jetzt allerdings mal probieren kann, und das werde ich jetzt einfach mal machen, ist hier runter scrollen und mal probieren, ob ich wenigstens mein Lenkrad belegen kann. Und zwar, wo haben wir es denn? Irgendwie wäre es jetzt gleich. Hier, wo ist die Achse? Da. Hier left, hier right. Wir lenken jetzt mal mit dem Lenkrad ein. Okay, es geht nicht belegen. Warum geht es nicht belegen? Ach, weil ich nicht eingesteckt habe. Ich bin schlau. Okay, Moment. Ich bin sehr schlau. So. Lenkrad eingesteckt. Joystick ist in 3, 2, 1 auch eingesteckt. Jetzt auf ein neues. Jawohl. So. Dann sollte ich hoffentlich das Lenkrad belegen können. Vielleicht kann ich jetzt auch aus irgendeinem Grund wieder laufen. Wer weiß. Alles eine sehr, sehr merkwürdige Geschichte. Bitte schön, Karriere. Jawohl. Und Start. Nope, laufen geht nicht. Dann probieren wir mal, ob ich wenigstens mein Lenkrad belegen kann. Ansonsten muss ich halt laufen und so weiter auch über irgendeinen Knopf vom Lenkrad machen. Wäre ja auch noch eine Variante. Jetzt ist das Spiel gecrashed. Einfach so weg. Mal wieder, wenn ich in den Steuerungseinstellungen war. Das ist jetzt schon das dritte oder vierte Mal passiert. Ja. Puh, ne? Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Ich bin schon fast versucht, auf den auf die normale Version nicht Day One Patch zurückzugehen, weil zumindest die Controller funktioniert haben sollen besser. Zumindest die Leute, die das Spiel vorher schon hatten, hatten weniger Probleme mit den Controllern als jetzt. Ach ja Leute, es ist nicht einfach. Ich werde auf jeden Fall nicht ohne Lenkrad spielen, wird nicht passieren. Wenn ich das nicht hinkriege und wenn Giants das nicht fixt, dann gibt es bei mir leider keine LS019 Video. Ist dann so.
So, wir schauen mal, was passiert. Ob es jetzt wieder crasht. Ich glaube, es crasht nicht. Bisher zumindest. Ja, ihr merkt, dass ich bin leicht genervt. Ne? Ich will eigentlich spielen, weil das Spiel, das sieht so gut aus. Es sieht echt wirklich schön aus. Juhu! Was? Nein! Was ist jetzt passiert? Warum ist hier jede zweite Belegung? Ach, weil das Achsen sind. Und er hat festgestellt, dass keine Achsen sind. Okay. Die Belegung der Achsen sind alle verschwunden. Gut, damit können wir klarkommen. Ich glaube, das ist jetzt kein Problem. Wir haben zumindest die Lenkung. Ich werde mal probieren, was mit dem Gaspedal alles ging. Das geht nämlich gestern nicht. Accelerate. Das Gaspedal hat funktioniert. Bremse. Okay, Bremspedal funktioniert nach wie vor nicht. Kupplungspedal funktioniert auch nicht. Was? Nein. Nope. Bremspedal funktioniert nicht. Aber wir haben zumindest ein Gaspedal. Wenn wir jetzt noch in Fahrzeuge reintappen könnten, dann könnten wir das sogar ausprobieren. Ich werde mal schauen, wir können doch hier bestimmt. Ah ja, und außerdem haben wir im Menü wieder ran scrollen mit dem Gaspedal, obwohl ich das natürlich nicht belegt habe. Ach Leute, so, Enter Vehicle, bitte schön. Wir können uns nicht umschauen, wir können uns auch nicht mit den Tasten umschauen. Lenkrad funktioniert auch nicht, obwohl ich das ja gerade belegt habe. Okay, ja, ich weiß es nicht. Ich lade das Video jetzt mal so, wie es ist, hoch. Vielleicht funktioniert es ja bei euch, wenn ihr das alle Buttons mit irgendeinem Drittgerät belegt, was ihr nicht verwendet. Und ne, ihr könnt das alles so im selben Button packen. Ihr könnt das mal probieren. Vielleicht funktioniert es bei euch. Bei mir hat es leider. Das in der Belegung hat es funktioniert, aber im Praktischen kann ich jetzt irgendwie nichts mehr machen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich habe jetzt das Problem ja auch vorher schon gesehen bei anderen Leuten, dass sie nichts mehr machen konnten. Und das war ohne diese ganze Geschichte. Von daher sind das, glaube ich, zwei unterschiedliche Probleme. In diesem Sinne könnte es für euch funktionieren und darum lade ich das Video hoch. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich bald endlich alle 19 spielend. Also, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.